Zur Sammlung der Werdener Schatzkammer gehören über 50 Paramente. Paramente sind Textilien, die im christlichen Gottesdienst verwendet werden. Vor rund 10 Jahren wurden die Textilien der Schatzkammer Werden umfangreich restauriert und im Zuge dieser Restaurierung mussten wir uns Gedanken über die Aufbewahrung der Textilien machen. Da es sich bei den Textilien häufig um großformatige Textilien handelt, wie Chormäntel oder Antependien, und die Schatzkammer eher ein kleineres Museum ist, mussten wir uns Gedanken machen, wie können wir Textilien hier platzsparend, konservatorisch unbedenklich aufbewahren. Und entstanden sind 2 dieser Paramentenschränke, die uns zum einen die Möglichkeit geben, im oberen Bereich Dinge zu präsentieren, also großformatige Paramente zum Beispiel, und im unteren Bereich der Aufbewahrung dienen. Also hinter diesen großen Schubladen verbergen sich großformatige Textilien wie Chormäntel beispielsweise. Auf der Rückseite dieses Schrankes ist ein Insektengitter installiert, sodass wir auch das Eindringen von Insekten, besonders von Motten, auf diese Art und Weise verhindern können. Das älteste Stück hier in dieser Sammlung ist ein Fragment einer Albe, also eines priesterlichen Untergewandes. Und dieses weiße Leinenstück ist verziert mit Purpur- und Goldstickerei. Der Werdener Lokaltradition nach hat man dieses Fragment im Grab des heiligen Liudger gefunden. Deshalb wird es auch benannt als sogenannte Grabalbe des heiligen Liudger. Es lässt sich in das 7., 8. Jahrhundert datieren. Die meisten Paramente stammen jedoch aus der Zeit des 15. bis hin ins 18. Jahrhundert hinein. Sie entstanden also in der Barockzeit, in der letzten Blüte der Abtei. Wir sehen hier die sogenannte Lodgeruskasel, die im ausgehenden 15. Jahrhundert entstanden ist. Sie ist aus Brokatsamt gefertigt, also ein Goldgrund mit rotem Samt darauf. Die Ornamentik zeigt Granatapfelmotive und florale Muster. Die Form der Kasel, diese sogenannte Bassgeigenform, entstand vermutlich erst im 18. Jahrhundert. In dieser Zeit hat diese Kasel wohl eine Umgestaltung erfahren. Die kostbaren Stickereien, die wir sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite finden, zeigen figürliche Motive. Hier auf der Vorderseite zu sehen ist hier oben Petrus, gefolgt von Stephanus, und unten ist Paulus zu sehen. Die Rückseite der Lodgeruskasel trägt das sogenannte Kaselkreuz mit verschiedensten Darstellungen. Im oberen Teil ist eine Darstellung von Gott Vater zu sehen, die Kreuzigungsszene seitlich mit den Engeln, die das Blut Christi auffangen, darunter die trauernden Johannes und Maria, und ganz unten am Kaselkreuz ist der Werdener Klostergründer, der heilige Liudger, zu sehen. Hier mit dem Kirchenmodell zu seinen Füßen, als Bischof deutlich gekennzeichnet, und als Attribute dazu gegeben die Gänse.